Für den Betrieb der Maschine über das Abschaltkriterium Kraft muss der maximale Hub der Maschine eingestellt werden. Die Länge des Ziehdornes sollte circa die Länge der Blindnimmutter aufweisen. Die Kraft an der Maschine ist auf Minimum eingestellt. Die Blindnimmutter wird aufgespindelt und in die Luft versetzt. Die Kraft ist aktuell noch zu gering. Die Kraft wird über das Einstellrad erhöht und der Vorgang wird erneut vollzogen. Die Blindenmutter ist nun in der Luft optimal gesetzt. Nun kann die Blindenmutter im Trägermaterial getestet werden. Die Prüfung zeigt, dass die Setzkraft im Trägermaterial immer höher ist, als wenn die Blindenmutter in die Luft gesetzt wird. Somit muss die Setzkraft nochmals erhöht werden, die Blitznimoder in der Maschine aufspindeln und nochmals versetzen. Nun ist die Blitznimoder perfekt im Trägermaterial versetzt.